wird der Extrarentenzuschlag, der zum 1.7.2024 gezahlt werden soll, an die Witwen- oder Witwerrente als Einkommen angerechnet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Extrarentenzuschlag ab dem 1. Juli 2024, der ja für rund 3 Millionen Menschen in Deutschland gezahlt werden soll, schlägt aktuell wirklich hohe Wellen. Viele Menschen haben ganz, ganz viele Fragen zu diesem Thema und unter anderem auch die Frage, was ist denn nun mit dem Extrarentenzuschlag? Wird der eventuell als Einkommen an die Witwen- oder Witwerrente angerechnet? Und ich habe dazu mal eine Übersicht fertig gemacht und wir starten einfach frisch, fromm, fröhlich, frei rein in das Geschäft, in das Geschehen. Wird der Extrarentenzuschlag als Einkommen angerechnet? Und jetzt geht's los. Ganz allgemein zur Einkommensanrechnung. Einkommen wird nach § 97 SGB VI an die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Sie merken sich bitte, an eine Waisenrente wird seit 2017 kein Einkommen mehr angerechnet. Das ist ganz wichtig. Nur Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente. Zum Einkommen zählt natürlich auch die eigene Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente. Zur Anrechnung kommt es aber nur dann, wenn das netto bereinigte Einkommen auch die netto bereinigte Altersrente höher ist als der gesetzliche Freibetrag. Und der gesetzliche Freibetrag in der Einkommensanrechnung bei der Witwen- oder Witwerrente beträgt ab dem Juli 2024 1038 Euro. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gedreht. Und jetzt ist es aber so, aufgrund dieses EM-Rentenbestandsverbesserungsauszahlungsgesetzes, was als Nothilfe kurzfristig vom Gesetzgeber geschaffen worden ist, weil die deutsche Rentenversicherung aus personellen, aus technischen Gründen, aus Softwaregründen es nicht geschafft hat, hier dieses EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz aus dem Juni 2022 umzusetzen, hat der Gesetzgeber Folgendes gesagt. Der Extrarentenzuschlag gilt zwar als Einkommen nach § 97 SGB VI, er wird aber nicht an die Witwen- oder Witwerrente in der Zeit von Juli 2024 bis einschließlich November 2025 als Einkommen angerechnet. Grund dafür ist die von mir genannte Übergangsregelung dieses sogenannten EM-Rentenbestandsverbesserungsauszahlungsgesetzes. Das heißt also für Sie, alle Betroffenen, die den Zuschlag erhalten und noch eine Witwen- oder Witwerrente haben, bekommen in der Zeit oder bei denen wird in der Zeit vom 1. oder von Juli 2024 bis November 2025 dieser Extrarentenzuschlag nicht als Einkommen an die Witwenrente angerechnet. Ab Dezember 2025 wird er dann angerechnet, weil dann dieser Extrarentenzuschlag nicht mehr als Extrarentenzuschlag gezahlt wird, sondern dann, so ist die Hoffnung zumindest, deswegen auch das bitte noch ein bisschen unter Vorbehalt sehen. Wir wissen nicht, ob die Rentenversicherung es bis 2025 schafft, das alles umzusetzen, bis Dezember 2025 alles umzusetzen. Dann wird der Extrarentenzuschlag als eine Rente erfasst in einem neuen Rentenbescheid und wird dann entsprechend den gesetzlichen Regelungen Ihnen ausgezahlt. Kommt es dazu, dass dieser gesamte Rentenbetrag höher ist als der dann geltende Freibetrag, wird es zu einer Einkommensanrechnung an die Witwen- oder Witwerrente kommen. So ist die Rechtslage, so wäre sie ja eigentlich üblicherweise am 1.7.2024, wenn es die Probleme nicht gegeben hätte, auch schon so gewesen. Aber ist nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.